Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krone oder Kasperl. Heute wieder nicht mit Inspektor Columbo, auch wenn es das Outfit vielleicht suggeriert, sondern mit Peter Franeda. Servus. Was hat das Outfit mit Columbo zu tun? In der Position ist es tatsächlich ein bisschen schwer erkennbar. Streng genommen müsste ich jetzt bitten, aufzustehen. Dann wird man nämlich sehen, dass das ein wunderschöner Mantel ist. Ein Columbo-ähnlicher Mantel, den du da trägst. Ja, magst du mal deine Silhouette präsentieren? Nein, mag ich nicht. Aber in Columbo, seine Frau hat im Fernsehen nie mehr gesehen und meine auch nicht so gesehen. Hast du sogar ausnahmsweise recht, ansatzweise. Könntest du verraten, wie sie heißt, deine Frau? Nein, ist ein Geheimnis. Bist du geschieden eigentlich? Erst. Es ist im Laufen. Okay, aber das ist jetzt auch irgendwie schon eine Zachepartie. Seit Monaten die gleiche Information. Das dauert länger als die Fußballmeisterschaft, das Ganze. Ja, offenbar wirklich. Deine Scheidung inzwischen ein Fixelement in dieser Sendung. Ebenso wie diverse Grußbotschaften, die wir gerne loswerden. So auch dieses Mal. Nur zur Erklärung, das läuft ja inzwischen so, wir kriegen da Zuschriften und teilweise auch Beschwerden, warum der vorkommt und der andere vielleicht nicht. Wir haben uns gedacht, geschäftstüchtig wie wir sind, wir machen eben ein Geschäftsmodell draus und verkaufen die Grußbotschaften einfach. Sehr gute Idee. In dieser Woche hat der Stefan Schwabel, der ÖOC-Medienkapazunder und Machercheck, die stattliche Summe von 8.000 Euro geboten für diese Grußbotschaft. Lieber Stefan, die geht von Herzen an dich. Wir werden zum Heirigen gehen mit der Kohle, oder? Na, sag ich da, weil du beim Thema bist, der Leo vom Kultlokal Weinkrug im 10. Bezirk, der bietet uns jeden 5 Abendessen. Wenn er auch einmal gegrüßt wird, können wir jetzt natürlich nicht machen, weil bringt nichts, weil Lockdown ist. Aber es ist ein Wunder, weil der hat noch nie wem was zahlt, also wenn der einmal 5 Abendessen zahlt. Ach, du musst immer deine Werbebotschaft jetzt unterbringen. Ja, egal. Also, alle Grußbotschaften untergebracht. Wir werden natürlich weiterhin völlig unabhängig in dieser Causa agieren. Genauso wie wir es in der Causa Skifahren getan haben am vergangenen Wochenende und da durchaus gejubelt haben über einen Doppelsieg dieser beiden Herrschaften, Matthias Mayer und Vince Griechmeier. Die waren gut drauf, die Burschen, Peter. Ja, und es war so wohltuend in diesen schwierigen Zeiten. Ich habe unzählige Mails gekriegt, weil die Menschen sehnen sich wirklich nach positiven Nachrichten. Und dann kommt die erste Herrenabfahrt des Winters im kanadischen Lake Louise bekanntlich. Und wir feiern einen Doppelsieg. Ich habe schon viele Jahre erlebt im Ski-World-Cup, wo wir genau aus Übersee zurückgekommen sind und in der Abfahrt unzählige Debakel kassiert haben, da hat es immer geheißen, der Schnee und so weiter, der liegt uns nicht, da können wir nicht fahren. Ja, heuer hat es ganz, ganz anders begonnen und ich sage nur, Stichwort Matthias Mayer, was fällt dir dazu ein im Moment? Stichwort Matthias Mayer, da fallen mir unzählige Sachen ein, aber da muss man schon irgendwie einen Wegweiser hinschmeißen. Worauf willst du hinaus? Schau, sensationell, Olympiasieger 2014 in Sochi als blutjunger Bursche, fast ebenso sensationell, weil da haben wir, glaube ich, in der Abfahrt auch ein riesen Teitschen gekriegt. In Pyeongchang, Olympiasieger im Super-G. Und jetzt steht bekanntlich wieder Olympia vor der Tür. Und wenn der Bursche die Saison so startet, kann ich jetzt schon sagen, es ist ein heißer Tipp dafür, wie viele dreifache Olympiasieger haben wir im österreichischen Sport. Bin nächste ich reich? Frage. Bin ich reich? Blödsinn. Doppel-Olympiasieger. Dreifacher, wie gesagt. Felix Gottwald? Blödsinn. Natürlich. Na, aber in der Mannschaft vielleicht, aber so, Einzel-Olympiasieger. Okay, ja, okay, du hast mich überführt, großer Peter Franeda, ich weiß nicht. Wir haben einen einzigen, das ist der Toni Seiler. Toni Seiler. 1956 in Cortina, nicht einmal der Marcel Hirscher hat das geschafft, auch der Hermann Mayer nicht. Ja. Also das wäre wirklich eine absolut historische Sache. Und wie gesagt, wenn der Matthias so loslegt in einer Saison, dann muss man ihm wirklich alles zutrauen. Ich freue mich wahnsinnig für ihn. Er ist ein super Bursch, immer bodenständig geblieben. Ja, hat auch schwere Zeiten durchgemacht mit seinem schweren Sturz damals in Gröden, wo er nur sehr knapp einer Querschnittlähmung entgangen ist. Also ja. Wahnsinnsleistung, natürlich hat er Wins, Sportler des Jahres.
super Burschen, im Biberkrieg wird es so weitergehen, nächstes Wochenende. Wenn es wahr ist, weil so klar war ja das bis vor kurzem gar nicht, beziehungsweise war es gestern eine kurze, aber dann doch heftige Meldung, ob es denn in Beaver Creek überhaupt Rennen geben wird am nächsten Wochenende. Es gab nämlich 10 positive Corona-Tests im Fahrer- und Athletenlager. 9 davon haben sie als falsch herausgestellt. Das ist der völlige Wahnsinn. Das passt in die ganze verrückte Zeit, weil ich bin mir, wissen wir ja beide nicht, aber ich weiß nicht, wie viele Tests, die da in Österreich gemacht werden, einfach falsch sind. Kennt sich kein Mensch mehr aus bei dem ganzen Wahnsinn. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht, aber im Beaver Creek dürften die Rennen jetzt doch stattfinden und ich freue mich drauf, weil das ist so eine geile Strecke. Birds of Prey, weißt du, was das übersetzt heißt? Ich frage dich halt viel. Raubvogel, ne? Bravo, die erste richtige Antwort. So, aber dann gehe ich jetzt gerne und durchaus ein bisschen süffisant in den Gegenangriff über und versuche auch dich ein bisschen zu kitzeln. Und mag dich, lieber Peter, gerne fragen, beziehungsweise mag von dir wissen, in welcher Hinsicht und bitte mit genauer Zahl Michaela Schifrin am Wochenende mit Ingemar Stenmark gleichgezogen hat. Es ist lächerlich, dass du mich sowas fragst. Sie hat ihren 46. Sieg in einem Weltcup-Slalom gefeiert und damit diese eine Marke des Ingemar Stenmark eingestellt auf die 86 Weltcup-Siege. Fönn ja noch ein paar, aber die wird sie auch irgendwann knacken. Muss ich jetzt klein beigeben und mich kleinlaut schmollend zurückziehen und dir von Herzen applaudieren für diese einwandfreie Antwort. So, und warum weint sie da im Hintergrund? Es hat, glaube ich, mit dem Tod ihres Vaters was zu tun gehabt, weil Heimrennen und so weiter. Das ist jetzt der Joker, den du da ziehst. Der geht immer, ne? Dass sie sagt, sie war emotional ergriffen und halt traurig, weil die Familie nicht dabei war in dieser. Das ist ja genau das Thema. Großen Stunde. Zu den Damenrennen müssen wir aber auch noch ein ernstes Wort verlieren oder ein. Ja, durchaus auch emotionales, weil was da am Samstag so abgegangen ist, war dann auch ein bisschen fragwürdig, sage ich mal, beim Riesentorlauf, der dann so eh nicht stattgefunden hat. Na, ein bisschen fragwürdig ist sehr höflich ausgedrückt. Es war völlig vertrottelt, ein Rennen bei solchen Bedingungen zu starten. Ich weiß nicht, bei wie vielen Weltcuprennen ich in meinem Leben war, aber wenn so ein Nebel ist, geschneit hat es mir ja auch, Wind geht, muss eigentlich jeden halbwegs normal denkenden Menschen klar sein, dass man bei solchen Bedingungen kein Skirennen fahren kann. Der Skiweltverband wollte das durchpeitschen, ist es sicher um diverse TV-Gelder und so weiter auch gegangen oder um Übertragungen an sich. Ja, also das war wirklich völlig idiotisch und verständlich, dass die Damen, die da runterfahren haben müssen, weiß gar nicht, wie viel waren es, eine oder so irgendwas so in der Richtung, dass die so richtig sauer waren, weil natürlich damit auch mit ihrer Gesundheit gespielt wurde. Also ja, das war wirklich schwachsinnig. Apropos TV-Übertragung, du wolltest noch eine Zahl loswerden, was TV-Zuschauer angeht. Ja, das hat mich sehr gefreut. Im Sinne des Sports, es haben bei der Abfahrt in Lake Louise, wo man ja nicht wissen hat können, dass man einen Doppelsieg feiern, haben fast 900.000 Menschen durchschnittlich zugeschaut. Ich glaube, parallel ist gerade die Adventssendung vom ORF, die haben es ums Doppelte geschlagen. Ich habe mit Hans-Peter Trost, mit dem Sportchef, auch telefoniert. Der ist auch ganz glücklich. Griechmeier schlägt Silbereisen. Wäre dann die Schlagzeile. Genau. Meier schlägt Silbereisen, hätte man machen können. Ja, aber das ist genau ein Zeichen dafür, dass die Menschen sich im Moment eingesperrt sind, das Haus sollen sie nicht verlassen und so weiter. Umso mehr sehnen sie sich nach Sport generell. Und man könnte vielleicht ins Dunkelgala gehen, wenn es einen Pfad ist. Ja. Angemerkt, habe ein anderes Thema. Nein, da stechen wir jetzt nicht in ein Nestennest. Nein, bitte, lass das gerne. Wir sitzen da mit Abstand. Und sind alle getestet und geimpft, wird man auch noch das dazu müssen wir auch noch erwähnen, gesagt ja. haben. Ja, weil sonst dann nämlich genau wir, die sich die, Besen, die, ja. die Watschen abholen. So, dezente Watschen haben sich ganz ungewohnt die Salzburger Kicker in der vergangenen Woche abgeholt. National wie international. Was ist denn da los, Peter? Ich weiß auch ein Bild von der Niederlage in der Meisterschaft bei Peter Packholz. Klagenfurter Austria. Liebe Grüße übrigens, Peter Packholz. Ja, dem Peter Packholz kann man nur gratulieren, weil bekanntlich das erste Mal, dass Salzburg in der Meisterschaft verloren hat, hätte kein Mensch damit gerechnet. Auch die Niederlage in der Champions League
war natürlich bitter für die Salzburger, weil jetzt bleibt noch ein Spiel gegen Sevilla, wo es um den Aufstieg dann gehen wird. Ja, und Zuschauer sind auch keine da, das ist natürlich auch alles andere als ein Vorteil. Also im Moment läuft es bei den Bullen, die wir zu Recht so oft gelobt haben in dieser Sendung, alles andere als rund. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, ich glaube, zwei Wochen haben sie noch, nein, eine Woche haben sie noch, oder? Eine Woche, genau. Ja, genau, am 8. Dezember. Ich hoffe, dass sie sich bis dahin wieder erfangen. Ja, sonst droht sogar der letzte Gruppenplatz und dann sind sie überhaupt weg. Also davon wollen wir einmal nicht ausgehen. Wir werden jedenfalls jetzt schon vorsorglich und prophylaktisch die Daumen drücken. Überhaupt läuft es auf internationaler Ebene für die österreichischen Clubs jetzt nicht wahnsinnig rund, mag man sagen, mit Ausnahme des LASK. Der LASK ist Gruppensieger in der Conference League, wie wir wissen, spielt damit fix weiter. Sturm ist fix draußen und Rapid muss noch auf das Hintertürchen hoffen. Nur das wird auch denkbar schwer, dass man dann zumindest in die Conference League kommt. Aber wie gesagt, alles andere als eine leichte Aufgabe. Und bei Rapid kennen wir auch die Probleme, die es in letzter Zeit gegeben hat. Didi Kübauer ist bekanntlich weg. Ja. Neuer Trainer steht auch schon fest. Jawohl, und wir haben ihn auch schon vorbereitet, grafisch. Da zeigt er schon sinnbildlich hin auf das Rapid-Wappen. Ferdinand Feldhofer hat also das Rennen um die Kübauer-Nachfolge gemacht. Und wird bei Rapid Erfolg haben oder nicht? Peter, was hältst du von ihm? Ich kann jetzt die Qualitäten des Ferdinand Feldhofer als Trainer nicht wirklich einschätzen, weil dazu habe ich ihn zu wenig verfolgt. Er war, glaube ich, bei Lafnitz und beim WAC tätig. Ja, schwierig, aber schauen wir mal, ich wünsche natürlich dem Herrn Feldhofer und Rapid, dass das halbwegs in die richtigen Bahnen gerät. Erstes Spiel ist gleich Derby gegen die Austria. Ja, die Entscheidung ist wahrscheinlich für ihn auch deshalb gefallen, weil er ehemaliger Rapid-Spieler ist. Nächste Frage an dich, wie viele Spiele, wie viele Tore? Das weißt aber du auch nicht. Und wenn, dann hast du es jetzt rausgegoogelt und wirst mich damit legen. Sicher war es. 80 Spiele, 5 Tore. Gut, als Journalist. Wann hat er das Entscheidende und gegen welchen Gegner und in welcher Minuten geschossen, dass Rapid letztlich zum Meister gemacht hat, beziehungsweise die Tür zur Meisterschale geöffnet hat? Bitte schön. Das weiß ich nicht. Du warst das aber auch nicht. Ich kann das sagen. 2005, ich glaube, es war die 94. Minute in der Südstadt, Nachtragsspiel gegen die Admira. Und man weiß bis heute noch nicht so recht, ich hoffe, er hört jetzt nicht genau zu, aber womöglich springt er mal für diese Aussage an die Gurgel, ob die Hand im Spiel war oder nicht. Ich kenne ihn nicht, das muss ich jetzt nicht zugeben. Also dann YouTube bitte als Hausübung, Feldhofer. Das ist das Erste, was du mir... Feldhofer und Admira, das YouTubest du bitte. Und er ist tatsächlich, der Porti, unser Beat-Berichterstatter Rainer Bartenschlager, hat ihn dann eh als Meisterhelden von 2005 tituliert. Das trifft tatsächlich. Das habe ich wirklich absolut nicht gewusst, legendäres diese Geschichte. Tor, ja. Okay. War tatsächlich so. Ey, wie lange gibt es die Sendung? Gute 20 Frage. Jahre. Du bist der Buch. Das erste Mal in 20 Jahren hast du mir irgendwas gesagt, was ich nicht gewusst habe. Ja, aber ich warte noch immer in diesen 20 Jahren darauf, dass eine Prognose für dich aufgeht. Ich habe zumindest einen Treffer jetzt. Ich darf ja keine mehr machen. 20 machen. Naja, du kannst zum Beispiel prognostizieren, wer der neue Austria-Investor wird. Boom. David Alaba. Möglicherweise. Ist ein Thema. Ich glaube, wir haben ein Bild vom Austria-Präsidenten Krisch vorbereitet. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich chronologisch einen Schritt davor machen. Er ist ja nicht Präsident, da aber ist er schon, das ist der Vorstand. Ja, genau. Richtigerweise, ja, hast mich wieder korrigiert. Korrigiert ins Richtige. Also, was machen wir mit der Austria? Angeblich soll bis jetzt, da wir aufzeichnen, also Montagnachmittag, die Entscheidung fallen oder soll zumindest am Montag ungefähr Klarheit herrschen, wie es weitergeht. Es gibt mehrere Investoren oder Investorengruppen, österreichische, ausländische. Wie geht's weiter? Du, es wäre auf jeden Fall auch ganz aus neutraler Sicht, wäre es für den österreichischen Fußball ein riesiger Verlust, wenn ein Traditionsclub wie die Austria, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie oft die Meister waren, 24 Mal oder so in die Richtung, glaube ich, wenn so ein Traditionsclub sterben würde oder auch nur nicht mehr in der Bundesliga spielen würde. Ja, aber das ist halt die Strafe für die jahrelange Misswirtschaft, die da betrieben wurde am Verteilerkreis. Die genauen Hintergründe kennen wir alle noch nicht. Aber das Ganze muss wirklich sehr, sehr fatal gewesen sein, was da betrieben wurde. Und ja, jetzt kriegt man halt die Rechnung präsentiert. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass die Austria weiterleben kann und darf.
schauen wir mal. Sicher weiterleben wird der FC Bayern München. Wie moralisch hochstehend und wie moralisch einwandfrei er das künftig tun wird, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Fakt ist, bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Donnerstag, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, vorige Woche, ist es ziemlich emotional und turbulent zur Sache gegangen. Da sehen wir wütende Bayern-Fans, die da, also man hört es jetzt nicht, aber ich weiß, was sie geschrien haben, nämlich Heiner raus, die wollten den Präsidenten loswerden, weil der wiederum versucht hat, diverse Wortmeldungen abzuwürgen, unter Anführungszeichen. Es geht um die immer gleiche Sponsorenkausa zwischen dem FC Bayern und Qatar Airways. Manchen Fans schmeckt dieser Sponsorendeal nicht, weil Menschenrechtsmissachtung und nicht sehr fortschrittliches Land und eh schon wissen. Ist der Grant dieser Bayern-Fans verständlich, Peter? Du, irgendwo, das haben wir ja auf der ganzen Welt, dass Fans wollen einfach nicht, dass gewisse Firmen, Unternehmen und so weiter in die Fußballclubs eingreifen. Wobei ich verstehe es nicht ganz, weil bekanntlich geht es im Fußball um sehr, sehr viel Geld. Und wenn ein Sponsor wie Qatar Airways da ist, dann wird es natürlich mehr Geld geben, als es sonst geben würde. Ja. Darf ich nur kurz gescheit sein? Also ich bin jetzt überhaupt nicht der Anwalt der Fans, aber das Argument der Fans ist, wir wehren uns nicht gegen die Kommerzialisierung des Fußballs. Wir wissen schon, dass Lewandowski ein bisschen eine Marie kostet. Und wenn wir Champions League-Sieger werden wollen, dann müssen wir Geld in die Hand nehmen. Wir wehren uns explizit gegen diesen einen Ärmelsponsor, der jährlich 17 Millionen beisteuert, so wird es kolportiert. Ja, du, irgendwo verstehe ich den Ärger der Fans, wie gesagt. Aber trotzdem, Sponsoren gehören zum Fußball dazu. Und die Qatar Airways selbst werden keine Menschenrechte verletzt haben. Also, ja. Aber es geht um die Kataris an sich und um den Staat. Ich will nicht diskutieren mit mir, weil das. Entschuldige, das ist ja fast so wie bei Bayern bei der Jahreshauptversammlung. Da werden kritische Wortmeldungen auch einfach abgewürgt. Wo kommen wir denn da hin? Katar sponsert ja bekanntlich mehrere Fußballclubs. Das sind ja nicht die einzigen. Also, ja. Gut, also ich lasse mich auf keine weiteren Diskussionen mehr ein. Du hast jetzt sogar noch 2 Minuten, ein bisschen länger, um Zeugnisverteilung zu betreiben. Nein, du hast noch ein Thema wir müssen vergessen. Tatsächlich noch, tatsächlich, aber das haben wir beide vergessen bei der Besprechung. Jetzt haben wir draufgegangen. Wir müssen selbstverständlich über das österreichische Fußballnationalteam sprechen und den hoffentlich einigermaßen leichten Weg zur Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Der neue Präsident Gerhard Miletich hat gesagt, Fortuna, also die Glücksgöttin, war auf unserer Seite sehr, sehr treffend. Das war wirklich ein Glückslos. Auswärts Wales, dann zu Hause Schottland oder Ukraine. Bekanntlich spielen in diesen Playoffs die letzten beiden Europameister Italien und Portugal in einer Gruppe. Also muss man schon sagen, wenn wir das nicht schaffen jetzt, dann haben wir bei der WM ohnehin nichts verloren. So einfach kann man das ausdrücken. Du legst den Kickern die Latte aber ganz schön hoch. Ja. Damit kannst du leben. Auch den Franco Foda, weil der wurde so viel oft kritisiert. Und wird jetzt womöglich der einzige Teamchef, der bei einer EM und bei einer WM-Endrunde sein wird. Also, wünschen wir uns natürlich. Allerdings, so, ich wünsche mir jetzt, dass du tatsächlich zur Zeugnisverteilung schreitest. Wer kriegt die Krone, wer den Kasperl? Kasperl geht an den FIS-Weltverband, an den Skiweltverband FIS, für diese trottelhafte Entscheidung, in Killington ein Rennen zu starten. Die FIS hat den Kasperl, glaube ich, übrigens schon recht oft gekriegt. Ich muss dann einmal nachschauen, ob sie die Austria Wien schon geschlagen haben, weil das sind sicher die zwei Spitzenreiter auf das Ganze. Ne? So, wer kriegt die Krone? Ich kann mir es ungefähr denken, aber du sagst, ich soll nicht diskutieren mit dir. Bitte schön, du bist am Wort. Natürlich geht die Krone an den lieben Matthias Mayer. Der kriegt sicher auch nicht ansatzweise zum ersten Mal. Aber diesmal hat er es echt verdient. Er hat das ganze Land jubeln lassen in so schwierigen, frustrierenden Zeiten. Ja, danke Matthias und Gratulation. Ich hoffe, im Biberkrieg sehen wir wieder solche Leistungen. Nehmen wir gerne. Wir sind schon über der Zeit, habe ich gesehen. Die nütze ich jetzt noch, um uns zu verabschieden und Sie aufzufordern, Grußbotschaften zu kaufen. War übrigens ein Schmäh. Also der Herr Stefan Schwabel hat keine 8.000 Euro bezahlt. Wir lassen ihn trotzdem noch einmal sehr lieb grüßen und Sie gerne auch. Schreiben Sie uns, wir freuen uns auf Sie. Bis nächste Woche. Wiedersehen. Schönen Tag.